Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen im 1Live-Talk-Radio. Wie immer, mittwochs eine freie Themennacht, eine offene Sendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. So, meine erste Anruferin heute Nacht heißt Lola. Ja, hallo Jürgen. Und Lola ist 20 Jahre alt. Genau. Um was geht's, Lola? Es geht um eine gute Freundin von mir, die ist Mitte 30 und hat einen 9-jährigen Sohn. Und ja, diese Freundin hat halt seit Mitte Dezember ein Alkoholproblem. Seit wie lange? Mitte Dezember, also noch nicht so lange. Seit Dezember? Ja. Und es gab halt vorher schon Probleme. Also ich habe vorher schon öfter mitbekommen, dass sie aggressiv war gegenüber ihrem Sohn. Und sie ist halt allein mit ihm. Ist seit Mitte letzten Jahres arbeitslos und hat halt ja generell, glaube ich, viele Probleme, also worüber sie auch nicht unbedingt immer mit mir spricht. Wie lange seid ihr denn schon gute Freundin? So seit letztem Jahr erst. Also noch nicht so lange, aber wir sind halt gut befreundet. Wir haben uns in einer psychiatrischen Tagesklinik kennengelernt damals. Warum warst du da? Ich war da, weil meine Mutter vor 4 Jahren gestorben ist und ich hatte das halt nicht wirklich überwunden. Und deswegen war ich da. Ja, und sie? Warum war sie da? Bei ihr ging es halt darum, dass diese Arbeitslosigkeit drohte und dass sie Depressionen hatte. Deswegen, ja. So, jetzt sagst du, sie hat ein Alkoholproblem, was relativ neu ist, seit Dezember. Was, wie merkst du, wie hast du dieses Alkoholproblem bemerkt? Also es war so, dass ich im November den Kontakt kurzzeitig zu ihr abgebrochen hatte. Weil ich mit ihrer impulsiven Art nicht mehr klargekommen bin und ich konnte halt diese Aggression gegenüber ihrem Sohn nicht mehr mir angucken. Also ich habe oft versucht, mit ihr zu reden und habe ihr Hilfe angeboten und sie ist aggressiv geworden. Schlägt sie den Jungen? Ja. Das hast also, du mir mehrfach mit angesehen und das konntest du nicht ertragen. Genau. Ja. Und deswegen hat sie den Kontakt zu ihr abgebrochen und sie wohnen ziemlich nah beieinander und deswegen habe ich sie dann im Supermarkt getroffen und sie war sehr stark alkoholisiert und hatte auch in ihrem Einkaufswagen noch eine Kiste Bier und eine Flasche Schnaps und hatte das auch versucht von mir zu verstecken. Also sie hat sich da vorgestellt und wirkte sehr unruhig und unsicher so. Aber jetzt hast du wieder regelmäßig Kontakt zu ihr. Genau, da habe ich mir dann halt gesagt, dass ich den Kontakt wieder zu ihr suche, weil mir das halt Sorgen gemacht hat. Und beobachtest du jetzt, dass sie jeden Tag besoffen ist? Ja, also auch schon mittags um 12 oder so. Das heißt, also da müsste sie sich eigentlich um den Jungen kümmern, um Mittagessen und... Genau. Also die Wohnung ist auch ziemlich, also nicht runtergekommen, es ist jetzt nicht eine Messi-Wohnung, aber schon dreckig und unaufgeräumt. Und sie war früher eigentlich sehr sauber und hat eigentlich den ganzen Tag irgendwie den Haushalt geschmissen und war... Also im Moment entgleitet ihr das alles? Ja. Ja? Und sie wirkt sehr überfordert einfach. Und du hast auch den Eindruck, das geht sehr auf Kosten des Kindes? Ja. Ja. Kocht sie ihm denn überhaupt noch was? Macht sie ihm noch Essen? Nein. Nein? Also es gibt, das Einzige, was sie mal macht, ist halt ein Brot schmieren oder dass sie ihm morgens da ein Glas Saft hinstellt. Aber ansonsten ist der meistens woanders oder ich koche. Ja. Was natürlich auch kein Zustand letztendlich ist. Ist sie, wenn gibt es noch Momente oder Stunden am Tag, wo sie nüchtern ist, wo sie ansprechbar ist? Ja, morgens, aber da ist sie dann sehr schlecht drauf. Also da ist sie sehr ruhig und... Hast du denn mit ihr schon mal jetzt in dieser Zeit über die aktuelle Situation gesprochen? Ja. Und also was sagt sie? Also ich habe ihr direkt gesagt, dass ich denke, sie hat ein Alkoholproblem und sie hat halt gesagt, das stimmt nicht und so viel trinkt sie ja gar nicht und sie könnte jederzeit damit aufhören und das glaube ich halt eben nicht. Also ich glaube nicht, dass sie da noch mit aufhören konnte.
Eben, weil sie halt schon so früh am Tag auch trinkt und ja. sehr viel. Und also sie ist nicht zugänglich für Kritik und für Fragen. Und sie ist eher dann aggressiv und lässt das Ganze so laufen und immer weiter laufen. Und du fühlst dich überfordert. Ja, also ich habe halt diesen Gewissenskonflikt, dass ich halt einerseits mir sehr große Sorgen um den Jungen mache, weil er halt derjenige ist, der sich wirklich nicht wehren kann. Also kann ja jederzeit Hilfe sich holen und das kann er eben nicht. Ja. Der ist 9 Jahre alt, das ist ja schon ein Alter, wo man sich gut artikulieren kann. Was sagt der denn zu der Lage im Moment? Ja, er sagt halt, dass Mama das nicht böse meint. Also ich habe ihn halt gefragt, wie er sich fühlt, wenn sie so ausrastet und wenn sie ihn schlägt. Und er hat halt gesagt, Mama kann da nichts für und Mama ist halt traurig und Mama sagt, ihr geht's bald besser. Und also er ist noch sehr, sehr nachsichtig, was die ganze Sache betrifft. Er ist halt auch sehr mutterbezogen. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob ich mich ans Jugendamt wenden soll oder nicht, weil... Ich will ihr halt auch nicht ihr Kind wegnehmen. Ja, das muss ja auch nicht dann sofort geschehen. Also, so wie du die Situation schilderst, finde ich, dass da gar kein Weg dran vorbeiführt, sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen. Denn du trägst ja eine Mitverantwortung als Wisserin. Du weißt ja Bescheid, was da los ist. Eben. Das Jugendamt wird nicht sofort darauf drängen, den Jungen da rauszuholen. Wenn das Jugendamt aber bewirkt, dass sie etwas unternimmt, dass sie sich vielleicht helfen lässt, dass sie in eine Therapie geht, dass sie einfach auch wachgerüttelt wird, wenn da jemand vom Jugendamt steht und ihr die Situation klar darlegt, dass das so nicht geht und dass es keine Perspektive hat, dass sie sich kaputt macht und das Leben und die Perspektive des Jungen auch kaputt macht. Ja, das Problem ist halt, dass das Jugendamt auch schon öfter da war. Ach so. Also die Nachbarn von ihr haben öfter schon das Jugendamt gerufen, weil halt sie halt sehr laut wird, wenn sie mit dem Jungen irgendwie streitet. Aha, das heißt also, die wissen, dieser Fall ist doch schon bekannt. Ja. Aber die wissen nicht so die Details, die du weißt. Nein, das wissen sie nicht. Und das mit dem Alkoholproblem ist da halt auch noch nicht bekannt. Das ist ja, wie gesagt, auch noch sehr frisch, ne? In letzter Zeit war halt das Jugendamt noch nicht wieder da. Ich glaube, auch die Nachbarn wollen auch nicht mehr sich beim Jugendamt melden, weil sie wahrscheinlich gesehen haben, es passiert nichts. Ja, das wollen wir nicht hoffen, dass das so ist, wenn jetzt ein erneuter Vorstoß unternommen wird. Ich meine, das ist ja genau wieder so ein Fall, wir hören ja so viele Fälle, wo man immer fragt, ja, warum haben keine anderen Leute irgendwie Alarm geläutet? Ja. Das ist eigentlich so ein Fall, wo man das tun muss. Und ich verstehe deine Loyalitätsprobleme, dass du halt, das ist deine Freundin und du willst sie nicht anschwärzen und du willst da die kleine Familie nicht auseinanderreißen. Auf der anderen Seite fühlst du deine Verantwortung auch, dass du dich melden musst, wenn etwas so fatal schief geht, ne? Und also ich finde schon nach meiner jetzt ersten Einschätzung, dass du das tun solltest. Ich würde aber auch jetzt gerne, dass du mit meiner Psychologin darüber sprichst. Okay. Vielleicht kann sie dir das differenzierter noch beurteilen und auch die Vorgehensweise und die Schritte erklären. Aber dass etwas unternommen werden muss, das finde ich, ist aber ganz, ganz eindeutig, ganz eindeutig. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe da halt nur Angst vor, so. Aber ich will auf jeden Fall, dass dieser Junge, dass dem geholfen wird. Ja, vor allen Dingen, nehmen wir mal an. Ihr. Ja, nehmen wir mal an, du würdest überhaupt nichts machen und dann, wird die Situation immer schlimmer und vielleicht geschieht irgendetwas Grauenhaftes. Ja. Und dann würdest du dir auch Vorwürfe machen. Ja, auf jeden Fall. Lola, also meine Einschätzung hast du gehört, meine spontane Einschätzung. Ich würde gerne, dass du mit Anja, meiner Psychologin, noch sprichst. Ja, die hat jetzt das Gespräch auch mitgehört und die wird dich gleich anrufen, nachdem du bitte aufgelegt hast. Okay, gut. Wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Und ich wollte noch sagen, das Team im Hintergrund ist echt super. Das ist ja nett. Das ist nett. Ich reiche es weiter und einige von den Mitarbeitern haben es auch gehört jetzt. Okay, gut. Danke. Sehr lieb. Lola, alles Gute. Ja, tschüss. Dir auch, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und weiter geht's mit Waltraud. Und Waltraud ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Waltraud. Weswegen rufst du mich an? Um das Thema Sterben. Sterben? Ja. Warum ist das ein Thema für dich im Moment? Im Moment, weil meine Schwester im Sterben liegt. Wie alt ist die Schwester? 48. Ja.
Was hat sie für eine Erkrankung? Krebs im Endstadium. Wie erlebst du das im Moment? Bitte? Wie erlebst du das im Moment? Im Moment für mich selber ist es schlimm. Weil eben noch meine Eltern leben, aber meine Schwester geht von uns. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen muss, wenn ich mit meinem Sohn nicht drüber reden kann. Wie alt ist denn dein Sohn? 12. 12. Und du kannst nicht mit ihm darüber reden? Nein, er öffnet sich lieber fremden Leuten, bevor er sich mir öffnet. Gibt es denn eine sehr nahe Verbindung zwischen euch, sage ich jetzt mal, dir, deinem Sohn und der Tante und deiner Schwester? Ja. Ja. Also das ist schon eine wichtige Bezugsperson für ihn auch gewesen, die deine Schwester. Genau. Wie lange ist deine Schwester schon erkrankt? Seit 2,5 Jahren ungefähr. Und was für ein Krebs ist es? Gebärmutterkrebs. Ja. Und man hat alles unternommen, was man machen kann, und jetzt kann man nichts mehr machen. Nichts mehr. Sie hat heute zu mir im Krankenhaus gesagt, sie mag nicht mehr leben. Weil sie so erschöpft ist. Und vielleicht auch sehr große Schmerzen hat. Ja. Sie kriegt mittlerweile Morphium. Sie nimmt mich zwar schon noch wahr, wenn ich hinten bin bei ihr, aber... Ich habe nicht verstanden. Sie nimmt mich kaum noch wahr. Ja. Aber... Wie soll ich ihr helfen können? Ich kann es nicht. Ich bin allein. Ja, du könntest es auch nicht, wenn du nicht alleine wärst. Sie ist so schwer krank. Was ihre Gesundheit anbelangt, wird ihr dann wahrscheinlich wohl niemand mehr helfen können, wenn es so ist, wie du es gerade geschildert hast. Die Hilfe, die du leisten kannst, besteht vermutlich darin, dass du jetzt in der letzten Zeit für sie da bist und sie besuchst und ihr Mut machst oder einfach durch deine Anwesenheit sie stärkst. Sie nimmt dich ja noch wahr, sie weiß ja, dass du da bist. Genau. Gibt es denn eine Prognose von den behandelnden Ärzten, wie lange sie vielleicht... Sie hat im Höchstfall noch 4 Wochen. Und deine Eltern, wie gehen die damit um? Von meiner Mutter ist es sehr schlimm. Von meinem Papa weniger, aber... Für den Papa weniger? Ja. Warum? Weil mein Papa hat immer gesagt, er möchte als erstes sterben. Ja, aber nun stirbt sie ja zuerst. Ja. Und dann ist es weniger für ihn schlimm? Eigentlich ja, weil mein Vater ist auch schwer krank. Ja. Und durch das ist es einfach in Mitleidenschaft gezogen jetzt. Der 12-jährige Sohn. Ja. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Und du hast mir vorhin gesagt, er eröffnet sich eher anderen Menschen als dir. Genau. Sprich eher in der Schule, wie er mit mir redet. Aber jetzt in doch all der langen Zeit, wo deine Schwester erkrankt ist, wie wurde denn über diese Krankheit gesprochen in der Familie? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber du hast sie doch besucht zum Beispiel mit ihm. Ja. Und also fragt er dann nicht, wie schwer ist die Tante erkrankt? Oder? Er fragt schon danach, aber wie soll ich sie ihm erklären, dass sie bald fortgeht von uns? Genauso wie es ist, glaube ich. Genauso wie es ist, wie du es mir gerade formuliert hast. Dass sie so schwer krank ist, dass sie sterben muss. Ich habe ihn zwar jetzt nochmal mitgenommen ins Krankenhaus und habe zu ihm gesagt, du sollst deine Tante so behalten, wie sie war und nicht so, wie sie jetzt da ist. Aber du hast ihn dennoch mitgenommen? Ja. Und er hat sie gesehen? Ja, es war sein Wunsch. Ja, das finde ich auch okay. Und wenn er das vor allen Dingen so gewünscht hat, hat er dann nicht gefragt, wird die Tante wieder gesund? Nein, er weiß es im Endeffekt, weil ich habe es ihm letzte Woche gesagt, dass meine Schwester im Sterben liegt. Und im Endeffekt hat er bloß noch zum Weinen angefangen und fragt mich, warum Tante. Kann das sein, dass du auch etwas Scheu hast, mit ihm darüber zu sprechen und das auch lange vor dich hingeschoben hast? Ja. Das glaube ich auch. Ja. Du hast es zu lange vor dir hergeschoben. Wahrscheinlich schon. Ein 12-jähriges Kind, da kann man ja nun über alles wirklich
natürlich in vorsichtiger Form, aber man kann über alles sprechen. Mhm. Und er wird ja das auch schon jetzt alles so verstanden haben, wie ernst es ist. Ja. Vielleicht solltest du mehr auf ihn eingehen und ihn wirklich mal ansprechen. Und auch sagen, dass du so traurig bist. Mhm. Dass du ihm einfach von deinen Gefühlen auch etwas zeigst. Mhm. Und sagst, dass es für dich auch etwas ganz Schlimmes ist, dass deine Schwester so krank ist und vielleicht sterben muss. Mhm. Und ihm auch die Krankheit erklärst. Für dein Kind ist das ja alles irgendwie noch nicht so ganz durchschaubar. Krebs, ja, und warum wird man da nicht gesund und so weiter. Dass du ihm einfach vielleicht auch diese ganzen Therapieschritte mal erklärst mit Chemotherapie. Ich weiß nicht, was alles gemacht worden ist. Ist alles gemacht worden, aber der Krebs streut im ganzen Körper. Sie hat bloß noch einen Blähbauch. Mhm. Und das bringt alles nichts mehr. Mhm. Sogar wenn man es jetzt mal auf dem OP-Tisch liegt und der Sonde gibt, wäre die Gefahr, dass er auf der Strecke bleibt. Mhm. Wäre im OP. Mhm. War die Schwierigkeit mit deinem Sohn der Hauptgrund des Anrufes? Nein, ich kann selber mit dem Tod nichts verbinden. Wie meinst du das? Du kannst nichts verbinden mit dem Tod? Wie soll ich sagen? Vielmehr, ich kann schon was damit verbinden, weil ich hatte vor 20 Jahren selber einen schweren Verkehrsunfall und da sind die ganzen Bilder an mir vorbeigezogen. Mhm. Aber ich kann es eher nicht nachvollziehen. Warum gerade sie? Mhm. Darauf gibt es keine Antwort, Waltraud. Das fragen sich alle Liebenden und Angehörigen von Menschen, die sterben. Warum gerade er? Ja. Oder warum gerade sie? Das ist in dem Fall, und ich höre ja auch daraus, dass du eine sehr enge Verbindung zu deiner Schwester hast. Ja. Ist das natürlich furchtbar, wenn die Schwester mit 48 schon sterben muss. Mhm. Darauf gibt es keine Antwort. Es ist alles nur traurig. Ja. Man kann wirklich nur, was man tun kann, dass man dem Schwerkranken, dem Sterbenden beisteht. Mhm. In der Hoffnung, dass er nicht mehr so viel leiden muss. Ja. Wie ergeht es denn der Schwester? Du hast gerade gesagt, dass sie sagt, sie kann nicht mehr, sie möchte nicht mehr leben, hat sie gesagt. Weil das, sie hat auch Angst, wenn sie die Augen zumacht, dass sie nochmal aufwacht. Dass sie nochmal aufwacht? Dass sie nicht mehr aufwacht. Dass sie nicht mehr aufwacht. Mhm. Mhm. Das heißt, sie hat auch große Angst vor dem Sterben und vor dem Tod. Genau. Mhm. Denkst du manchmal auch daran, wenn du sie besuchst und sie so leiden siehst, dass es eine Erlösung wäre, würde sie bald sterben? Ja, auf jeden Fall. Weil je länger der Leidensweg von ihr ist, umso schmerzhafter ist es auch für mich. Ja. Ja, und für sie natürlich auch. Ja. Ich finde solche Gedanken auch absolut in Ordnung. Mhm. Ich möchte gern meinen bei ihrem Bett, aber ich kann mich so zusammenreißen, dass keine Träne kommt. Mhm. Aber sobald ich aus dem Zimmer heraus bin, kommen die Tränen. Mhm. Fasst du sie an, streichelst du sie? Ja. Ja. Das mach auch. Nimm sie, geh so mit ihr um, wie ihr das miteinander gekannt habt früher und wie es gut für euch beide ist. Und sei bei ihr. Mhm. Vielleicht wäre es gut, wenn dich das so sehr mitnimmt und du so traurig bist und auch mit dem Jungen nicht so richtig klarkommst, dass du dir eine Hilfe holst von außen. Mhm. Denn du hast ja auch die Last noch zu tragen. Du musst ja auch für deine Eltern noch da sein. Ja. Das heißt, gibt es sonst auch noch Geschwister? Ja. Ich habe noch 4 Geschwister und einen Bruder. Ach so. Oh, das ist ja eine große Familie. Ja. Aber dennoch, ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Mhm. Die möge dir einige Anlaufstellen geben, wohin du dich wenden kannst in deiner Umgebung, wo du wohnst, wenn du nicht mehr weiter kannst. Mhm. Wenn du mit dieser Trauer einfach nicht zurechtkommst und auch wenn du nicht so recht weißt, wie du mit dem Jungen umgehen sollst. Mhm. Sei, ich sage es nochmal, sei für deine Schwester da. Ja.
Und der Rest ist Traurigkeit. Ja, das ist so. Leider. Ja. Kann man nichts dagegen machen? Nein. Nein. Liebe Waltraud, ich möchte dich bitten, aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von Anja, ich weiß nicht, ob es sofort klappt, ich weiß nicht, ob sie gerade im Gespräch noch ist mit jemand anderem, aber dann wirst du im Laufe der nächsten 10 Minuten oder 15 Minuten von uns zurückgerufen. Ja. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr viel Kraft. Und versuche, wenn du es schaffst, schon ein offenes Gespräch mit deinem Sohn zu führen. Er ist alt genug dafür. Vielleicht ist es für ihn auch erleichternd, wenn er mit seiner Mutter offen reden kann. Ja. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Weiter geht es mit Martin und Martin ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Martin. Schön, dass du da bist. Um was geht es bei dir? Ich habe da so eine Glaubensfrage. Eine Glaubensfrage? Ja. Ich bin im Jahr 2005, also 31. August, ins Krankenhaus gekommen. Du? Ja. Ja. Und am 2. September 2005 hatte ich einen Herzinfarkt, Nierenversagen und Luftstau in der Lunge. Oh, das klingt aber sehr lebensbedrohlich. Ja. Lag dann 6 Wochen im Koma, musste eine Luftröhrenschnitt machen. 6 Wochen im Koma? Ja, einen Luftröhrenschnitt gemacht. Mhm. Und dann kriegte ich Besuch auf der Intensivstation, ein Gesangsbruder von mir, vom Gesangverein. Mhm. Der ist 82 Jahre und ist der Freund, oder war der Freund vom verstorbenen Papst Johannes. Ach. Der war da in Gefangenschaft in Polen und hat ihn da jung kennengelernt. Ach. Dann sieht er, wie es mir schlecht geht, fällt auf die Knie, und sagt, zu Gott direkt habe ich den Draht nicht, aber zu Papst Benedikt. Nee, das war, also damals hieß der Papst, hieß damals anders. Der Papst Benedikt. Ach, zu dem jetzigen Papst hat er so einen Kontakt. Ja, zu Gott direkt nicht, aber über Papst Benedikt hätte er den Draht. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander, aber egal, erzähl mal weiter. Ja, da fällt er auf die Knie und betet so 10, 15 Minuten für mich. Mhm. Ja, und seit dem Tage ging es aufwärts mit mir. Mhm. Jetzt ist die Frage, soll man das glauben oder nicht glauben? Ja. Ja, wenn ja. du das glauben möchtest, wenn du das so empfindest, ja, glaub es. Dass es eine Hilfe, eine überirdische Hilfe war, eine göttliche Hilfe. Ich kann es ja nicht widerlegen. Ne? Ja, ja. Bist du denn selbst eigentlich eher nicht so ein gläubiger Mensch? Gläubig schon, aber kein Kirchgänger, so nicht. Mhm. Ich glaube schon, man ist ja so erzogen worden. Ne? Bist du Katholik? Ja. Ja. Ja, und jetzt ist die Sache, ein Jahr später erkrankt meine Frau schwer, hatte einen Nierenriss und lag auch vom 17. Mai bis 2. Juli im Koma. Ja. Und da hatte die Blutvergiftung eingefangen und alles, was man sich denken kann. Dann rief eines Tages das Krankenhaus an, ich möchte vorbeikommen, es geht mit meiner Frau zu Ende. Mhm. Kein Medikament schlägt an und dann wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Mhm. Jetzt habe ich in meiner Not diesen Emil angerufen, mein Sangesbruder. Mhm. Sagt, dann mache ich keine Gedanken. Ich stecke dir jetzt eine Kerze an, bin in Gedanken bei euch und werde für euch beten. Mhm. Und da fing bei meiner Frau ein kleines Flämmchen wieder an zu flackern. Mhm. Und die ist heute genesen. Die ist heute genesen? Ja, was heißt genesen? Die muss 3-mal in der Woche jetzt zur Dialyse, hat 2 Schläuche in den Nieren, im Rücken und Pipi-Beutel an der Seite hängen. Ja. Aber ja, soll man das jetzt glauben oder nicht glauben? Das war das zweite Mal. Ja. Ne? Ja, vielleicht sollte man gar nicht so sehr darüber nachgrübeln, sondern das einfach mit Dankbarkeit hinnehmen, dass ich sowieso. Das so. Ich freue mich auch jeden Morgen, wenn ich wieder wach werde. Mhm, ja. Ach, so ist das nicht. Aber ich kann das auch nicht widerlegen, ob stimmt oder nicht stimmt, ob was dran ist oder nicht dran ist. Ne? Hast du denn, du hast dann nicht so oft Kontakt mit diesem älteren Gesangsbruder? Ja, einmal in der Woche im Gesangverein. Doch, einmal in der Woche noch, ja. Ja. Ist das denn schon auch so ein eher sehr... Er ist ein ganz gläubiger Mensch. Ganz gläubiger Mensch. Mhm. Ja, der ist ja schon öfter so der Papst gewesen. Ne? Jetzt muss ich auch mal fragen, ich habe das gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Er ist mit dem jetzigen Papst befreundet, mit unserem Papst Benedikt. Also er war mit dem verstorbenen Papst, Papst Johannes. Ah, ja. Befreundet. Ja, da gerade das Missverständnis. Also mit dem Johannes. Benedikt war ja Sekretär. Und den kennt er auch sehr gut. Und dann sagt er, zu Gott direkt habe ich den Draht nicht, aber zu über Papst Benedikt. Ja. So war das. Ja. Ja, das muss man so glauben, ne? Ja, also wie gesagt, das ist so eine ganz persönliche Einschätzung. Wenn man in so einer extremen Situation war und zwischen Leben und Tod sich schon aufgehalten hat, so wie du auch.
Ja. Und man erlebt dann so etwas. Ich glaube, das gibt einem dann schon sehr zu denken. Ja, sicher, das ist sehr zu denken. Das hatte ich bis jetzt immer im Kopf oder habe das auch immer im Kopf. Ja, ja. Gehst du jetzt ein bisschen öfter in die Kirche oder? Nein. Ja, das ist ja nur, was wäre, wenn er nicht gebetet hätte. Das weiß ich ja nicht. Ja. Das muss man glauben. Ja. Ja, also wie auch immer, ist das eine tolle Geschichte, finde ich. Ja. Und toll, dass du über den Berg bist und wieder relativ fit und deine Frau auch den Umständen entsprechend gut dabei ist wieder. Ja. Ja, so ganz fit ist man ja nicht, aber das ist aber schon in Ordnung. Ja, ja. Wir haben ja noch ein Stück aus der Luftröhre geschnitten, was ich alles entzündet hatte. Ja. Eine große Luftblase aus der Lunge. Ja. Ja, jetzt habe ich noch 35% Volumen in der Lunge und diese Luft brauche ich für mich selber. Ja, ja. Da kann ich nicht mehr viel nicht machen, ne? Martin. Aber ich bin froh, dass ich noch lebe. Ja, dann, aber hallo, aber auf jeden Fall. Ja. Eine schöne Geschichte ist das. Ja, finde ich auch. Wünsche deiner Frau gute und nette Grüße von mir. Ja. Und weiterhin gute Besserung. Ja. Und vielen Dank, dass du angerufen hast. Gut, besten Dank fürs Gespräch. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gerne sagen, was wir morgen machen. Morgen heißt unser Thema falsch reagiert. Habt ihr schon mal in einer extremen Situation völlig falsch reagiert und unter Umständen fatale Dinge getan und also falsch reagiert mit fatalen Folgen? Also beispielsweise statt eines einen Rettungswagen zu rufen, weggelaufen. In einem Liebesstreit vielleicht handgreiflich geworden. Im Schock ein Geheimnis verraten und so weiter und so weiter. Es gibt ja hunderte, tausende Möglichkeiten, wie man extrem falsch reagieren kann. Also falsch reagiert ist unser Thema morgen. Und wenn ihr in so eurem Leben schon mal in einer Situation, einer extremen Situation, völlig falsch reagiert habt und das dann auch mit üblen Folgen verbindet, dann könntet ihr morgen hier bei mir anrufen oder euch rund um die Uhr melden per Mail unter domian@wdr.de. Falsch reagiert, das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Susanne und Susanne ist 32 Jahre alt. Ja, das ist richtig. Susanne, hallo, Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich wollte einfach mal dir und den Zuhörern erzählen, wie der Jakobsweg mein Leben wieder in geregelte Bahnen gerichtet hat. Ach, du bist gepilgert. Ja. So wie Happe Kerkeling. Ja, genau. Nicht so wie er. Er hat es ja auf die auf die Faulenzer-Tour gemacht. Aber ja. Was meinst du mit Faulenzer-Tour? Ja, jeden zweiten Tag ein Hotel und eine Pension und nicht wirklich diese Pilgerherbergen. Genau, das heißt. Das Flair hat er sich ja geschenkt. Muss ich sehr schmunzeln bei der Lektüre seines Buches, dass er keinen Bock hatte auf diese Massenunterkünfte, ja, die es offensichtlich da gibt, sondern sich dann den Luxus gegönnt hat, in Pensionen unterzukommen und sein eigenes Bett und seine eigene Dusche zu haben. Richtig. Du warst aber härter drauf. Ja, das war ich. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also die Geschichte, warum ich gelaufen bin, das ist eigentlich das, was ich jetzt mal erzählen wollte. Mhm. Ich habe vor 4 Jahren meinen Eltern erzählt, dass ich mich in eine Frau verliebt habe. Mhm. Woraufhin meine Mutter und ihr damaliger Lebensgefährte mich des Hauses verwiesen haben, was bis heute auch noch aktuell ist. Mhm. Und also wenn eine 28-jährige Frau, die du da schon warst, sagt, ich habe mich in eine Frau verliebt und dann des Hauses verwiesen wird, ist natürlich schon schlimm. Also ich habe natürlich nicht dort gelebt mehr, aber keinen Kontakt mehr, kriege jetzt immer noch in unregelmäßigen Abständen nette Drohbriefe von ihrem jetzigen Mann. Mhm. Und die Mutter? Von ihr wenig. Also sie hält sich zurück. Aber sie steht auch nicht auf deiner Seite? Nein, absolut nicht. Was ja sehr, sehr schmerzlich für eine Tochter ist. Richtig. Und das, dementsprechend tief war das Loch, in dem ich mich dann erstmal befunden habe. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass auf der Arbeit viele Dinge schiefgelaufen sind, Umstrukturierung. Also eigentlich, von meiner Seite aus gab es keine Probleme. Also es lief alles prima. Nur kam ich an den Punkt, eine neue Chefin. Und ich habe gesagt, das geht mir alles jetzt nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Mhm. Und habe dann relativ spontan gekündigt, habe aber zuvor das Buch gelesen. Und das Buch hat mir eigentlich so die Richtung gewiesen. Ich wusste vorher nicht, soll ich kündigen, soll ich bleiben, ich will das nicht mehr. Also das Buch von Happe Kerkeling. Ja, dann habe ich das Buch gelesen, habe das durch Zufall geschenkt bekommen, aber nicht mit der Intention, dass ich laufe, sondern mehr, um mich mal wieder zum Lachen zu bringen. Mhm. Und dann habe ich das Buch geschlossen nach 2 Nächten, die ich es gelesen habe und habe gesagt, okay, das mache ich. Mhm. Habe gekündigt und bin 2 Wochen später
den Jakobsweg gelaufen. Das ist ja sehr spektakulär, dass du sogar gekündigt hast. Das heißt ja, da steckt eine richtige große Entscheidung hinter und auch ein Mut, das zu machen. Ja, also ich war vorher 6 Wochen krank wegen sogenannten Burnout. Ja. Und also bin 6 Wochen hier nur in der Wohnung gewesen, nicht ausgegangen, nichts gemacht. Was hast du denn beruflich gemacht? Ich habe in der Buchhaltung gearbeitet. In der Buchhaltung, So, gekündigt. Das heißt schon mal so die Grund... Großer Schnitt, ja. Großer Schnitt. Hattest du so ein bisschen Geld auf der Seite? Das ging, ja. Bevor wir jetzt noch auf Einzelheiten kommen, wie lange insgesamt bist du gepilgert? 6 Wochen. 6 Wochen. Mhm. Und hast in Frankreich angefangen? In St. Jean-Pierre-de-Port, ja. Ja. Direkt an der Grenze in Pyrenäen. Und da bin ich los. Bist jeden Tag gegangen. Jeden Tag. Gegangen. Also ohne Bus, ohne Bahn, komplett durchgepilgert. Ja. In welcher Jahreszeit? Ich bin am 13. Mai losgelaufen. Also bist du so richtig in Mai, Juni, ja. In die Hitze gekommen, in die Frühsommer. Ja, Juli, August ist schlimmer. Ja. Das war noch okay, war noch ertragbar. Ja. Du hast dann im Gegensatz zu unserem netten Kollegen Harpe Kerkeling in den Massenunterkünften geschlafen. Ja. Wie viel schliefen denn da immer? Ach so, also in dem ersten Ort, quasi die erste Übernachtung, das war ein Bettenlager mit, jetzt muss ich lügen, 160 Leuten. Oh, da könntest du mich auch mitjagen. Ja. Ich wäre auch in das kleine Gasthaus gegangen. Mhm. Ja, und ansonsten so im Schnitt würde ich mal sagen, so zwischen 20 und 50 ungefähr. Ist ja auch mal immer, mehr, mal weniger. Ist das da sauber? Doch, das kommt drauf an. Also es gab schon Orte, wo man dann mal auf die Dusche und auf Zähneputzen verzichtet hat und man sagt, das mache ich dann mal lieber morgen. Mhm. Ist mir lieber. Und die Toiletten? Schon. Doch, also ich würde sagen, man muss da ein Niveau runterschrauben. Ja, ja, natürlich. Mhm. Aber da steht man dann irgendwann auch drüber. Wenn da so viele Leute übernachten, das heißt, das sind ja alles Leute, die pilgern. Mhm. So könnte ich mir jetzt als jemand, der das noch nicht gemacht hat, vorstellen, dass man ständig auf dieser Route in einer Masse geht. Nee, tut man nicht. Ist aber nicht so, ne? Nee, ist nicht so. Also, ja, sicherlich, es kommt drauf an, ob man sich jetzt den Gruppen anschließt und je nachdem, wie man halt laufen möchte. Mhm. Und es gibt auch Knotenpunkte, wo größere Städte, wo dann der Bär steppt. Aber ansonsten kann man wirklich sich zu sich selbst finden. Bist du hauptsächlich alleine gegangen oder hast du, wie Harpe das auch in seinem Buch beschreibt, auch Freundschaften geschlossen und Leute kennengelernt? Also ich habe mir am Anfang relativ viel Zeit für mich selbst genommen und habe mich abends immer wieder mit den Leuten getroffen, weil man findet sich immer wieder. Mhm. Oder halt gesagt, okay, lass uns abends in dem und dem Ort treffen. Mhm. Und am 1. Juni habe ich eine Frau aus Kanada kennengelernt, mich in sie verliebt. Mhm. Und werde jetzt in 3 Wochen zu ihr nach Kanada auswandern. Ach. Okay, ja. Um die Geschichte fertig zu erzählen. Das ist ja Wahnsinn. Aber die Wanderung war vor 4 Jahren, ne? Nee, das war jetzt. Ach, das war jetzt? Ach nee, du hast vor 4 Jahren hast du dich, meine Mutter rausgeschmissen. Ja, genau. Ja, ja. Das, genau. War also im letzten Jahr. Habe ich aber jetzt im April diesen Jahres, letzten Jahres 2000. Verstehe. Was war für dich das Einschneidendste, was du aus dieser Pilgerfahrt oder dieser Pilgerwanderung mitgenommen hast? Also was für mich nachhaltig am Einschneidendsten war, ist meine persönliche Geschichte. Also für mich war, zum einen wollte ich verarbeiten die Tatsache, dass ich tatsächlich gekündigt habe und in eine große Unsicherheit gelaufen bin. Mhm. Und zum anderen wollte ich diesen seelischen Druck mit meiner Mutter verarbeiten, weil mich das nicht losgelassen hat. Bist du denn ein gläubiger Mensch? Ich würde mal sagen, nicht überdurchschnittlich. Ja. Und es gibt einen Punkt auf dem Jakobsweg, der ist ziemlich gegen Ende, der nennt sich Cruz de Ferro. Das ist ein großes Eisenkreuz und ein sehr, sehr großer Haufen Steine, auf dem dieses Kreuz steht. Mhm. Und jeder Pilgerer ist angehalten, von zu Hause, von seinem Startpunkt, einen Stein mitzubringen, den er symbolisch mit seinen Sorgen und Problemen belegt. Und diesen Stein bis zu diesem Cruz de Ferro zu tragen und ihn dort symbolisch abzulegen. Mhm. Und ich habe quasi meine Mutter in diesem Stein getragen und all meine Frustrationen, Enttäuschungen darüber, habe den Stein dort abgelegt und geweint, was ich eigentlich sehr selten mache. Mhm. Und diese ganzen Emotionen sind da eigentlich dann zutage gekommen und habe sie quasi in Form des Steines dort abgelegt und mich im Prinzip von ihr innerlich, von diesem Druck und dieser Enttäuschung versucht freizumachen. Das heißt, ich kann seitdem wirklich über sie reden und fühle mich extrem befreit. Und das allein war der Weg,
was mir das Ganze extrem gebracht hat. Also die Befreiung und eine Befreiung auch von dem Druck, der überhaupt auf dir gelastet hat. Was ich hier nicht konnte, weil du nicht konntest. Jeder hat gesagt, ah ja, komm, vergiss das und das wird schon wieder. Und mit welchem Gefühl bist du dann, als der Weg zu Ende war, nach Hause geflogen, gefahren? Also was meine Mutter betrifft, mit sehr guten Gefühlen, aber die Zukunft, was das betraf, mit nicht so guten. Weil du Angst hattest, weil du nicht wusstest, wie es nun weitergeht. Ich wusste, wie es weitergeht. Mhm. Und dann habe ich dann noch das Krönchen draufgesetzt, war anderthalb Wochen zu Hause und bin nochmal hingegangen. Mhm. Wie, nochmal den ganzen Weg gegangen? Ja, nee, 5 Tage, und zwar bis Pamplona. Mhm. Und habe dann an diesem 5. Tag von der Frau, die ich auf dem ersten Weg kennengelernt habe, auf dem Handy ein Telefonat bekommen. Und sie hat mir gesagt, dass sie ihre Beziehung aufgegeben hat, mit der Partnerin, mit der sie vorher zusammen war, und mich gerne zu Hause besuchen möchte in Deutschland. Mhm. Und daraufhin bin ich nach Hause, habe meinen 2. Jakobsweg abgebrochen, nach 100 Kilometern, bin nach Hause, sie kam zu Besuch, und seitdem sind wir eigentlich zusammen und führen eine Fernbeziehung. Das finde ich ja völlig verrückt. Das heißt, du hast auf diesem Weg dein Glück gefunden. So kann man es ausdrücken. Dieser ganze Weg hat mein Leben komplett in neue Bahnen gelenkt. Und Wahnsinn. Ich habe viel gelernt, wie man aus ziemlich tiefen Löchern rauskommen kann. Hast du während dieses Weges oder durch diesen Weg eine andere Beziehung zu Gott gefunden? Also ich habe keine Beziehung zu Gott gefunden, aber ich habe für mich herausgefunden, dass das Leben Zeichen gibt. Und ich habe gemerkt, dass ich vorher ziemlich mit Scheuklappen gelaufen bin und nicht offen war für wenig Sachen. Und auf dem Weg, man läuft nach Wegweisern, nach gelben Pfeilen, man muss immer gucken, in welche Richtung muss ich laufen. Und das habe ich mitgenommen, dass wenn man das im alltäglichen Leben macht und auch in schlechten Stimmungen einfach mal die Augen aufhält, dass man durchaus Zeichen sehen kann. Und das ist für mich das, was ich mitgenommen habe. Was glaubst du, was ist das Besondere an diesem Jakobsweg? Ist es nicht einfach nur ein Weg oder ist es etwas Besonderes? Für mich ist nicht der Weg das Ding. Für mich ist es die Herausforderung, der man sich stellt. Jeden Tag zu wissen, okay, heute sind es wieder 20, 30, 40 Kilometer. Ja. Und zu denken, das kann kein Mensch schaffen, abends anzukommen und zu sagen, boah, Wahnsinn. Das heißt, und morgen gerade wieder. Das heißt, du hättest ja rein theoretisch auch eine eigenständige Route, weiß ich, in Skandinavien oder irgendwo in Griechenland ausdenken können. Ja. Und hättest denselben Effekt gehabt? Glaube ich nicht, nee. Weil das sind natürlich unglaublich viele Menschen von allen möglichen Nationen, die man kennenlernt. Jeder hat seine Problemchen und Geschichten. Man hat unglaublich viele Geschichten, die man hört, macht Mengen von Kontakte, wenn man dann offen dafür ist. Und jeder hat das gleiche Ziel, das ist eine unglaubliche Gemeinschaft, jeder hilft jedem. Nun ist mir aufgefallen, auch bei der Lektüre seines Buches, dass das schon bisweilen so einen religiösen Rummel hat. Ja. Hat dich das nicht ein bisschen abgestoßen? Also bei mir war es eher so, dass ich mir die Kirchen von innen angucken wollte und meistens war es Jester und die Kirchen waren zugeschlossen. Insofern kam ich eigentlich gar nicht so in die Verlegenheit, mir das alles anzuschauen. Ja. Und habe auch wenig Leute getroffen, die aus religiösen Gründen gelaufen sind. Also das dann doch eher so die sportlichen Gründe oder halt wirklich Problembewältigung. Das finde ich sehr interessant, dass wenn du sagst, dass die meisten oder sehr viele Leute gar nicht mal aus religiösen Gründen laufen, sondern aus ganz unterschiedlichen individuellen Beweggründen. Mhm. Hast du dir auch Blasen an die Füße geholt? Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe ja 2 Wochen, nachdem ich gekündigt habe, bin ich losgelaufen. Das heißt, ich habe keinerlei Training gehabt. Ja. Ich war vorher, wie er auch, Couchpotato. Ja. Bin dann die erste Tagesetappe da auf den Berg gekraxelt und habe gedacht, ich falle vom Glauben ab, das schaffe ich nie. Ich habe mir erst am 10. Tag Blasen geholt, 2 Stück, weil es am Tag zuvor tierisch geregnet hat und die Schuhe leider nass waren. Die Schuhe waren nicht eingelaufen, die waren brandneu. Also ich habe so gemacht, wie es man es eigentlich mitmachen soll. Allerdings, ja. Aber es ist alles prima gelaufen. Und also sehr interessant, Susanne. Das finde ich wirklich eine interessante Schilderung und vor allen Dingen eine schöne Geschichte, wo du deine Liebe gefunden hast und jetzt zu diesem spektakulären Schritt dich entschieden hast, auszuwandern nach Kanada zu deiner Frau. Ja, in 3 Wochen geht's los. Wahnsinnig aufregend. Ja. Wohin genau in Kanada? Nach Toronto. Nach Toronto. Und ist das so geregelt? Wirst du da eine Arbeit schon haben? Oder also ich habe
habe mich für ein Work-Travel-Visa beworben. Das habe ich jetzt auch in der Tasche. Was ist das? Das erlaubt mir, für ein Jahr dort zu leben und zu arbeiten. Ja. Und ich war jetzt auch schon 3 Monate von Oktober bis Januar dort und habe diverse Bewerbungen online gestellt und mich da schon mal auf dem Markt zur Verfügung gestellt. Und vielleicht, ich hoffe, dass das alles geregelt läuft. Es wird sich finden. Ja, das ist das, was der Weg macht. Also es ist eine unglaubliche Kraft, die man da bekommt. Und der Weg schenkt einem Zuversicht, kann man das so sagen? Also mir ja. Also mir hat der Weg eine unglaubliche Energie geschenkt und Glauben in mich selbst. Ja. Tolle Sache. Schön, dass du angerufen hast und schön, dass wir noch haben sprechen können, bevor du in die weite Welt abrauscht. Ja, freut mich auch sehr. Ich habe es öfter mal gesehen und gedacht, Mensch, das könntest du doch eigentlich jetzt mal erzählen. Ja, finde ich wirklich ganz toll. Schön. Ich freue mich sehr und wünsche dir für deinen neuen Lebensabschnitt wirklich alles Gute und schöne Grüße an deine Frau. Ja, vielen Dank, werde ich ausrichten. Okay, tschüss. Okay, ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser kostenfreien Nummer. Herzlich willkommen, Esra, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Frau Esra. Nur Esra. Natürlich, das war jetzt scherzhaft gesagt. Ja. Um was geht's denn bei dir? Also, es geht um meine Ehe. Und zwar bin ich seit 2 Jahren verheiratet. Und ich habe eine Tochter, die ist jetzt 19 Monate alt. Und unsere Ehe irgendwie geht immer ab und auf irgendwie. Ich weiß irgendwie nicht mehr weiter, sag ich mal so. Bist du unglücklich? Genau. Bist du sehr unglücklich? Sehr. Sehr. Ja. Wie lange hast du diesen Mann, mit dem du verheiratet bist, wie alt ist der? Er ist 31. 31. Ja. Wie lange hast du den vorher gekannt, bevor du ihn geheiratet hast? Ich sag mal so, es ist einer aus unserer Familie. Du kommst aus einer muslimischen Familie? Genau. Ja. Und was heißt Familie? So weitläufiger Verwandte? Ja, genau. Ein Cousin 4., 5. Grades, sowas? Ja, genau. Ja. Genau. Und zwar, wir haben uns davor, keine 6 Monate haben wir uns gekannt. Und in diesen 6 Monaten haben wir geheiratet und sofort ein Kind. Und War das eine von der Familie arrangierte Ehe? Nein. Oder geplante Ehe? Nein, nein. Wir haben uns irgendwie kennengelernt. Und du hast dich auch in ihn verliebt? Ja, habe ich mich auch. Ah ja. Ja. Und, aber warum dann, Esra, so schnell, du warst so jung noch, warum gleich heiraten? Warum nicht ein bisschen warten und ausprobieren? Ich sag mal so, ich wollte auch ein bisschen weg von der Wohnung. Ich hatte irgendwie Stress zu Hause. Ja. Und einfach nur weg von zu Hause. Und da habe ich die Lösung gefunden. Verstehe. Habe ich mir dabei gedacht, dass ich eine Lösung mit heiraten habe. Ja. War das denn so in den ersten, ich sag mal so in den ersten Wochen und Monaten, war es da gut in der Ehe? Nee, das hat schon am ersten Tag angefangen irgendwie. Am ersten Tag schon? Ja, genau. Und vorher nicht? Die Wochen vor der Ehe waren gut? Doch, eine Woche davor, vorm Heiraten, habe ich irgendwie entschlossen, nicht zu heiraten. Was hast und du? Du hast entschlossen, ihn zu heiraten? Nein, nicht. Nicht zu heiraten? Nicht zu heiraten. Genau, ja. Weil ich irgendwie gemerkt habe, dass er mich nicht so liebt, wie ich ihn irgendwie halt kennengelernt habe. Ach so, das heißt, da war schon so ein Misstrauen vor der Ehe. Genau. Kurz vor der Ehe. Genau, kurz vor der Ehe. Aber dann hast du trotzdem dich wiederum entschlossen, ihn doch zu heiraten. Ich sag mal so, wir hatten uns auch noch darüber gestritten. Und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und die meinten, irgendwie so eine Familienversammlung, wir werden jetzt darüber reden. Und wir haben auch darüber geredet. Ich habe von Anfang an gesagt, er liebt mich nicht. Ich habe das von Anfang an irgendwie gespürt, dass er mich nicht richtig liebt. Aber diese Familienversammlung hat dann irgendwie entschieden, das wird sich schon regeln und jetzt wird geheiratet. Genau, genau. Vor einer Woche irgendwie war das. Ja. Und die meinten dann, ach, ihr schafft das schon. Ja. Das ist nur halt so eine Phase. Und
So, jetzt 2 Jahre verheiratet. Deine Vermutung, dass er dich nicht liebt, ist die begründet? Ich sag mal so, ich habe irgendwie gesehen, dass er mir keine Zuneigung, keine Liebe zeigt. Gibt es da viel Streit? Bitte? Gibt es viel Streit? Oh, jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Gibt es Gewalttätigkeiten? Anfangs wurde er sehr handgreiflich, aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt. Das heißt, er hat dich auch früher schon mal geschlagen? Ja, hat er. Hat er? Ja. Öfter? Wenn wir auf jeden Fall Streitigkeiten hatten, wurde er handgreiflich. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt? Ja. Das heißt, im Prinzip ist das keine Ehe? Ich sag mal so, anfangs der Ehe. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn du ganz frei entscheiden könntest, würdest du am liebsten rausgehen aus der Ehe? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil das für dich bedrückend ist und eben ein sehr unglückliches Leben, was du führst. Ja, das ist für mich bedrückend für meine Tochter, weil sie kriegt alles mit. Sie kriegt alles mit? Ja, sie ist 19 Monate, aber sie begreift schon so viel. Halt, das macht sich am Alltag bei ihr bemerkbar. Sie wird aggressiv. Du bist ja so, du bist ja auch jetzt immer noch super jung, nämlich 21. Wie stellst du dir denn so deine weitere Lebensperspektive vor? Wenn das jetzt schon so kaputt ist und so letztendlich zerstört, oder es war ja nie richtig gut, wie du selbst gerade beschrieben hast. Möchtest du mit diesem Mann zusammenbleiben? Ich habe immer irgendwie im Gedanken gehabt, ach, es wird schon irgendwie besser, oder mir wurde irgendwie eingeredet, ach, geht schon, klappt schon, noch ein bisschen, das wird sich schon legen, aber ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Sprichst du mit ihm über deine Unzufriedenheit? Das größte Problem ist bei uns halt, wir können nicht richtig kommunizieren, das funktioniert irgendwie nicht. Das heißt, es gibt gleich Streit und... Genau. Dann wird einer irgendwie aggressiv oder wir schreien rum und... Wie ist denn das, schlaft ihr noch miteinander? Nein, schon lange nicht mehr. Genau, schon lange nicht mehr. Hat er irgendwas anderes nebenher am Laufen? Nee, das glaube ich nicht. Das nicht. Das heißt, er ist ja letztendlich dann auch unzufrieden und unglücklich. Genau. Er hat immer irgendwas bei mir auszusetzen. Anfangs war es, du bist zu dick. Was spricht dagegen, diese Ehe zu beenden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie alles zusammenpacken soll und irgendwie gehen soll. Und ich weiß nicht, wie ich wo anfangen soll. Ob ich das überhaupt alleine schaffe oder wo kann ich mir irgendwie Hilfe holen oder... Also ich glaube erstmal so grundsätzlich, Isra, wenn die Situation so ist, wie du sie gerade geschildert hast, glaube ich an keine gute Entwicklung weiter. Ich glaube, dass es wirklich für dich, für dein Leben, auch für das Leben deiner und eurer Tochter, aber auch für das Leben deines Mannes, mit höchster Wahrscheinlichkeit das Beste ist, wenn ihr euch trennt. Weil ihr wahrscheinlich sowieso alles ausprobiert habt, was möglich ist. Und wenn man nach 2 Jahren keinen Weg zueinander findet, dann findet man den auch nicht mehr. Ich habe auch immer irgendwie im Gedanken, dieses Eheleben halt, was sich bindet, ist halt dieser körperliche Kontakt, sag ich mal. Aber körperlich habt ihr doch gar keinen Kontakt mehr. Genau. Halt deswegen, denke ich, kann es auch irgendwie daran scheitern, aber das liegt nicht an mir. Ich versuche irgendwie wirklich alles dagegen zu unternehmen. Also du würdest mit ihm schlafen noch? Ja. Aus wirklicher Freude und Lust oder weil es sich für eine Ehe so gehört? Nee, nicht direkt wegen Lust oder so. Nur halt mit den Gedanken, es wird besser. Wir werden irgendwie zueinander finden. Aber er will das auch gar nicht. Nee. Er hat immer irgendwas ausgesetzt. Er versucht auch nicht irgendwie an dich ranzukommen und so. Nee, gar nicht. Das klingt
sehr, 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 ja, sehr tot alles. Es wäre gar nichts mehr da. Das Doofe ist, ich habe mich wirklich psychisch damit fertig gemacht und habe irgendwie mit dem Abnehmen so weit bin ich gegangen, dass ich irgendwie meinen Finger in den Hals gesteckt habe und alles ausgebrochen habe. So, das ist ein Beispiel dafür, dass man durch so ein Unglück in eine Krankheit getrieben wird. Genau, und ich bin auch zu einem Arzt da, also wegen das bin ich zum Arzt gefahren und habe erzählt, was ich alles habe, und der hat gesagt, das ist wahrscheinlich Bulimie, was ich habe. Und der hat mich so in so einem Psychiater irgendwie eingewiesen, sage ich mal. Und bist du in einer Behandlung im Moment? Nein, ich bin immer noch nicht irgendwo hingegangen und habe mir irgendwie Hilfe gesucht in der Hinsicht. Ach so. Aber es läuft immer noch weiter. Sobald ich ein bisschen mehr esse, erbrichst du es wieder. Also alles Warnsignale, Esra. Meine ganz klare Auffassung, mein dringender Rat, trenn dich von deinem Ehemann. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Angst, wie wird das gehen und schaffe ich das? Da würde ich dich gerne beraten lassen im Hintergrund von meinem Mitarbeiter, von meiner Mitarbeiterin, die dich auch mit entsprechenden Anlaufstellen noch versorgt, wo du dich auch hinwenden kannst, wenn du einfach Informationen brauchst. Aber dass du was unternehmen musst, glaube ich, ist ganz dringend. Das ist ein Warnsignal, dass du jetzt sogar bulimisch erkrankt bist. Das entsteht aus dem Unglück heraus, aus dem Druck, in dem du lebst. Und aus dem Druck musst du dich befreien. Vielleicht ist es ja sogar auch eine Befreiung für deinen Mann, dass er letztendlich dann auch denkt, dass das alles nicht so geht und dass das keine Lebensperspektive ist, dass ihr die nächsten 10, 20 Jahre nicht so leben könnt miteinander. Esra, wir würden dich jetzt, ich möchte dich bitten aufzulegen, und wir rufen dich gleich nochmal an, und dann wirst du von meiner Psychologin mit allem versorgt, was du brauchst. Okay. Ja? Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Einen schönen Tag noch, sag ich. Dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema falsch reagiert. Und ich frage euch, habt ihr in eurem Leben schon mal in einer extremen Situation völlig falsch reagiert, mit unter Umständen fatalen Folgen? Vielleicht habt ihr anstatt eines Rettungswagens anzurufen gar nichts gemacht oder seid weggelaufen. Vielleicht habt ihr in einem Liebesstreit zugeschlagen, oder vielleicht habt ihr in einer besonders heftigen Auseinandersetzung ein Geheimnis verraten und habt insofern auch falsch reagiert. Also falsch reagiert. Was waren bisher eure ja, wenn man da eine Steigerung sagen kann, falschesten Reaktionen, die ihr bisher in eurem Leben zu verantworten habt? Falsch reagiert, unser Thema morgen. Wenn ihr gerne anrufen wollt, ab 0 Uhr geht es immer hier über unsere bekannte Leitung, oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Annika ist hier, und Annika ist 24 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Annika. Hier Annika. Annika, was ist dein Thema? Ja, und zwar, ich habe vor 2 Wochen erfahren, dass ich Brustkrebs bekomme, also dass ich Brustkrebs habe. Und dadurch, weil ich erst 24 bin, fällt mir das ganz schön schwer, und meinem Freund das jetzt noch zu sagen. Deinem Freund? Ja. Der weiß es noch nicht? Nee. Oh, was quietscht da? Was ist das? Das ist mein Haustelefon. Achso, kannst du das mal abstellen? Das ist ein sehr unangenehmes Geräusch. Wer weiß es denn überhaupt schon? Gar keiner. Überhaupt niemand. Du hast die Diagnose bekommen, Brustkrebs. Ja. Was hat der Arzt denn gesagt? Kann er schon irgendwas sagen, wie fortgeschritten das ist, wie ernst zu nehmen es ist, was zu tun ist, was du machen musst? Also es ist schon so die Endstufe von bösartig, von gutartig. Und ja, wenn ich, also ich werde operiert. Ja, wie hat er das denn rausbekommen, dass es die... So, ja, ich war eben beim Arzt, ja, weil ich in der Brust Schmerzen hatte. Und ja, da hat er dann Sonographie und so gemacht. Und da hat er das eben festgestellt. Und du sollst operiert werden? Ja, und da wollen sie erstmal den Krebs entfernen. Und wenn sie
wenn der nicht ganz zu entfernen geht, dann müssen wir die Brust abnehmen. Ja. Das ist natürlich ein Schock. Das ist immer, immer ein Schock, wenn man so etwas hört. Und wenn man erst 24 Jahre alt ist, ist es natürlich umso schlimmer. Ja. Jetzt gehst du schon 2 Wochen so durch deinen Alltag mit dieser schlimmen, mit diesem schlimmen Wissen und hast dich noch keinem mitgeteilt. Auch nicht. Ja, also ich kann eigentlich überhaupt gar nicht darüber reden. Hast du eine beste Freundin? Ja, warum? Die sehe ich auch nicht so oft und am Telefon möchte ich das eigentlich auch nicht so direkt immer. Lebst du und wohnst du mit deinem Freund zusammen? Ja, aber er ist eben viel auf Montage. Ja. Hat er das bemerkt schon ein bisschen, dass du etwas verändert bist? Ja, das hat er schon gemerkt. Er hat es auch immer gefragt, aber ich habe nicht viel, also ich habe kaum reagiert darauf. Warum sagst du es deinem Freund nicht? Weil ich irgendwie über die Krankheit nicht reden kann, weil ich habe Angst, dass er mich verlässt. Ja, weil... Warum sollte er dich verlassen wegen der Krankheit? Naja, vielleicht denkt er, dass es dann irgendwann später nicht mehr so... Also, dass man dann nicht mehr so viel Kontakt mit... Oder Kontakt schon, aber... Du meinst, dass er dich vielleicht dann unattraktiv findet, wenn du eventuell... Deine Brust verlieren würdest? Ja. Ist das eine gute Beziehung, die ihr führt miteinander? Ja. Wie lange schon? 7 Jahre. 7 Jahre schon? Ja. Wow. Das heißt, du liebst deinen Freund sehr? Ja. Und du hast das Gefühl auch, dass er dich sehr liebt? Ja. Weißt du, Annika, wenn ihr so eine solide Grundlage habt, ihr euch so lange schon kennt und du mit einer solchen Klarheit mir sagst, dass du ihn liebst oder dass ihr euch liebt, finde ich, dass du die Verpflichtung hast, ihm das zu sagen. Mhm. Und so schnell wie möglich. Ich meine, spätestens wenn du operiert wirst, merkt er das ja sowieso, wenn du ins Krankenhaus kommst. Ja. Und ich sage dir, wenn... Wenn man einen Menschen liebt, liebt man den auch, wenn der schwer krank ist. Ja. Und würde er dich wegen einer Erkrankung verlassen, liebt er dich auch nicht. Ja. Und es wäre ein schlimmes, oder wenn er dich wegen einer Krankheit verlässt, wäre das ein schlimmer Charakterzug, wer so etwas tut, finde ich. Ja. Ich finde, dass zu eurer Liebe gehört, hört ja auch allumfassendes Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, dass man eben auch sich in schlimmen Zeiten alles sagt, was man zu sagen hat und was einen bedrückt. Außerdem wird es für dich viel leichter sein, auch mit all dem umzugehen, wenn du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst. Ja. Was ist mit deinen Eltern? Naja, also meine Eltern, mit denen habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Ach so. Okay, also ist das Wichtigste dein Freund. Ja. Meine Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich gleich nochmal an, Annika. Bis gleich. Ja, okay. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema morgen heißt falsch reagiert. Eine Radio ist live.